Wie sie plötzlich viel jünger aussieht ohne diesen Schal. Link, hör mal, Link! Er ist staubtumm. Taub, meint sich. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Ja, jetzt wissen wir es. Kopf ist gut. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Ging natürlich auch nicht, als wir... Oh, das Hinterteil von Link. Gut in Pose hier. Was für ein schöner Tag. Genau beim A... Genau beim A-Klopfer. Ey, lass mir das mal. Ja. Weißt du was, Link? Du und ich, wir... Oh, wie süß. Wow, was ist denn jetzt hier? Okay. Okay, hey, was? Wow. Das sieht ziemlich creepy aus. Wow. Boah, sieht das geil aus. Was ist das? Link! Wow. Krasse Scheiße. Das kommt mir bekannt vor gerade. War das mal Anfang vielleicht? Link! Was ist das für eine Stimme? Die geht mir voll gar nicht ins Ohr. Boah. Ja, Link hat zu viel an den Blumen hier geschnüffelt. Ich warte auf dich. Die Zeiten des Erwachens sind gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um deine große Bestimmung zu erfüllen. Link! Link! Nein, Link! Nicht Zelda, Link! Wow. Endlich bist du aufgewacht. Hoho. Oh. Wenn Link so von der Nahaufnahme sieht irgendwie sehr gruselig aus. Irgendwie. Als ein Wolkenvogel dich bewusst in das Zug gebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hätten wir keine große Verletzung davon als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Aber. Link, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Rück es raus! Alter, wie groß der ist! Cool, Link redet! Wow! Wir hören zwar nicht, aber Link redet! Unglaublich! Und wie cool er dabei aussieht! Oh, ich habe Links Stimme gehört! Oh, wie gruselig! Ein schwarzer Wirbelwind, das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. Ein schwarzer Wirbelwind? Sah aber ein bisschen braunlicher aus, fand ich. Ich muss sie retten. Schuhe zurechtrücken. Du darfst dich noch nicht zu sehr anstrengen. Hammer, Link. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Hä? Oh, Link redet schon wieder? Sieht ein bisschen aus als so Zeichensprache. Vielleicht redet er ja auch gar nicht. Vom Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Erzähl, hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen, wie dem auch sein. Wie geil ist der denn? Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir ihr nichts. Was? Bei diesem Licht werden wir nichts finden? Also gar kein Licht. Na egal. Ach. Dramatisch. Hör mir zu, Link. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt. So wahr ich durch die Tür passe. Ah, verdammt. Ja, es geht schon. Dim-dim. Oh. Ritterschule. Oh, cool. Kein Ton.
Kann man schwer auch nicht rausziehen. Gucken wir erstmal im Schrank nach, ob da noch irgendwas drin ist. Oh, geil, schon wieder, yay! Die werden rein. Was ist denn sonst noch? Soll eigentlich zumachen? Ah, ich wollte reingucken, was da drin ist. Puh, okay, es ist eine ganze Menge passiert eigentlich. Was ist denn, Zelda ist einfach verschwunden und den juckt das irgendwie gar nicht anscheinend, ne? Aber vielleicht tut er auch nur so. Hm, wer weiß. Kann natürlich auch sein. Interessant. Also die Sequenzen, ah, die Sequenzen sehen so cool aus und das Spiel ist so geil. Oh, ich mag Zelda. Ich glaube, ich habe mich in Zelda verliebt. Ernsthaft, ich mag sie wirklich. Oh, wäre nicht das erste Mal. Aber genau, was wollte ich jetzt? Genau, das wollte ich noch sagen. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Schnitt, denn ich muss mal eben ganz kurz auf Klo. Also, aber ihr merkt da sowieso nichts von. Wie beim letzten Mal schneide ich das einfach raus, während Link einfach hier dolge durch gegen die Wand guckt. Plopp. Ja, okay, lassen wir es mal so stehen. Also, bis gleich. Und es geht weiter und Link gähnt schon wieder. Nee, er streckt sich wieder ein bisschen. Oh, streckt ist manchmal so toll. Oh, das ist so ruhig hier. Ah ja, klar, ist ja nachts, genau. So. Hat sich nichts geändert, ne? Oh, ich muss mal kurz husten. Einen Moment. Boah, so, da bin ich wieder. Halsschmerzen und Husten, das ist so eklig. Boah, so kotzen. Aber das Bett ist mir schon, glaube ich, letztes Mal schon aufgefallen, dass es unglaublich klein wirkt. Die Tapete hat er bestimmt mit Silber gemalt. So, wir gehen jetzt mal raus hier. Schleichen muss man durch die Gegend hin mit unserem Schwert. Wir haben noch gar kein Schild, was mir gerade auffällt, ne? Ja. Gehen wir mal raus und sind mal ganz leise. Damit hier niemand... Oh Gott, hab mich erschreckt gerade. Boah. Okay, ich habe mich wirklich ein bisschen erschreckt. Das ist ja mein absoluter Albtraum, also wenn ich jetzt hier nachts auf Klo, die gerade eben so nachts durch meine kleine Wohnung hier laufe und ich auf Klo gehe und dann plötzlich irgendwo jemand da um die Ecke steht. Das ist der Horror. Das ist der Horror für mich. Das wäre aus. Vorbei. Aber was ist das für eine Musik, ey? Okay, wir gucken so trotzdem. Nee, wir könnten mich mal. Ich guck mich erstmal hier um, weil ist hier irgendwas. Während wir die Musik genießen. Hat ja auch was an sich, ne? Dieses Blockflöte, ne? Oder vielleicht Blockflöte? Ich kenne mich mit so absolut gar nicht aus. Während wir so ganz allein hier rumlaufen, hat schon was an sich. Okay. Aber ich würde, ja, ist unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier irgendwas entdecken. Plopp. Das hat sich aber irgendwie hohl angehört. Komisch. Da steht jemand. Ach du Scheiße, ich hab mich schon wieder erschreckt. Alter, was ist hier los, Alter? Das ist nur ein Zelda-Spiel und ich erschreck mich hier. Was ist denn das, ey? Boah, ich hab grad Gänsehaut. Ich hab echt davon überzeugt, dass hier jemand steht und ich hab noch gerade gedacht, vielleicht ist die alte Oma hier. Ne, da ist sie wirklich, ey. Oh mein Gott, kann ich hier rein? Toilette, ich muss auf Klo. Hoffentlich ist nicht besetzt. Gott, ey. So, erstmal ordentlich hier was abseilen. Komm, setz dich drauf! Hallo. Ah. Na, 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 na. Schön bei Blockflöte. Ah, das war's auch schon. So, das finde ich noch ganz genial. Oh. Egal. So. Kann ich irgendwas mitnehmen? Brave Kinder, was ist die Hände? Jo, kein Ding. Machen wir nicht. So. Ja, mal weiter. So, reden wir jetzt mit der Oma da. Was macht die hier eigentlich? Ich frage mich immer noch, ob das vielleicht ein Kerl sein könnte. Ne? Ich dachte zum ersten Mal, das ist eine Oma, aber gucken wir vielleicht mal hier den, ja, das scheint doch eine Oma zu sein. Obwohl man in dem Alter, weiß man das, aber, hat sie auf der Stirn. Ach na, hier ist geschlossen. Nachts können hier sonst gefährliche Ungeheuer herein. Wenn du nachts hier draußen willst, nimm die Tür im ersten Stock. Ich sehe dir doch an, dass du dich auf die Suche nach Zelda machen willst. Aber hier im Wolkenhort geht nachts eigentlich niemand vor der Tür. Okay, sie war im ersten Moment, fand ich sie ziemlich ungehobelt, aber jetzt scheint sie ganz nett zu sein. Das gucken wir jetzt mal die seltsame Erscheinung uns an. Nee, wir gucken uns erstmal ab, wo noch an irgendwo reinkommen. Oh, fuck, Alter, ich hab mich schon wieder erschreckt. Ey, wie viele Leute sind denn hier nachts? Ja, der steht auch ganz der steht wahrscheinlich die ganze Nacht hier und... Na, egal, oh mein Gott, ey. Kann ich irgendwas machen? Gott, ey, eine Nacht voller Erschreckungen, ey. Ja, was sagt er jetzt hier? Ah, wir zwei ganz alleine hier. Schließen wir mal die Tür. Ist er da wirklich ins Wolkenmeer gefallen? Ah, und wenn du schon dabei wärst, warum hast du das nicht verändert?
Ja, das ist cool. Ich habe auch so ein ähnlich in meiner Klasse, der hat genau dieselbe Frisur gehabt, nur in schwarz. Sah auch genauso dumm aus wie der. Aber der andere Kleine ist recht, der sah genauso aus wie ihn. Guter alter Klassenkamerad von mir. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Was war Großzimmer? Ja, eigentlich muss das Zelda-Zimmer ja offen sein, ne? Auch wenn sie nicht da ist. Ja, die stehen ja alle ganz unheimlich rum, ne? Ja. Aber ich habe mich jetzt gerade gewöhnt, dass hier jetzt hier welche Leute stehen. Gott, ich habe gerade gedacht, ich war vor ihm im Schrank. Es ist einer und guckt mich blöd an. Boah. Okay, jetzt bin ich auf einer ganz komischen Tour hier. Oh, die Musik geht mir dann auf den Nerven jetzt. Ah, wie konnte Zelda nur von ihren Wolken fliegen? Sie war auch gleich eine gute Reiterin. Oh, sie hat gut geritten. Tja, ein Tollpatsch wie ich kann da nur hoffen, dass ihr nichts passiert ist. Ja, hoffen wir mal alle. Du liest aber hier fleißig anscheinend. Oh. Eins ist nicht gerade, das geht ja mal gar nicht. Das musst du mal hier später, hier morgen früh dich umkümmern, ne? Gut, alles klar. Ich denke immer, das ist ein Buch immer, dieses Kopfkissen. So, okay. Also ich will in Zelda-Zimmer mal reingehen. Ich bin mal gespannt, ob das Ding offen ist. Wo war denn nochmal? Das Zimmer war ja gar nicht hier, ne? Es war ein Stockwerk höher, kann das sein? Ich meine schon. Ich meine schon. Das heißt, wir kommen an diesem Wesen nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, wenn ich jetzt dazu nah rangehe, irgendwas auslöse, also etwas triggere. Ich versuche es trotzdem. Boah, du bist reich. Oh Gott. Oh, was er wohl jetzt macht. Gott, hat den Kopf verloren? Ach so, auch klar, der ist wahrscheinlich total niedergeschlagen, dass Zelda weg ist und er ihr nicht helfen kann. Und er guckt sich seinen Arsch an. Ey, der sieht genauso aus. Oh, der Blick, genau derselbe Blick. Es ist unglaublich. Die haben sie bestimmt da genommen dafür. Ey, der sieht genauso aus. Obwohl die Haare ein bisschen, nicht ganz schlimm, aber von der, vom Grundprinzip ein bisschen. Boxer, cool. Ist da mein Gesicht drauf? Jo, tatsächlich, das könnte sogar hinkommen. Wie geil ist das denn? Oh, ganz ohne Scheiß, das wollte ich auch mal bei mir machen. So ein ähnliches Bild wollte ich von mir auch mal irgendwo aufhängen. Boah, das sieht so bescheuert aus, vielleicht lasse ich es doch. Okay, Bardus Reich. Er hat sich Federn aufgehangen. Ach so, wahrscheinlich von seinem Windreiter. Ja, Wolkenreiter. Cool. Natürlich ist es cool, dass dieses Zimmer echt so aussieht, wie wie es mir eigentlich vorgestellt hat eigentlich bei ihm. Was ist hier bei ihm drin? Ich darf wahrscheinlich nicht plündern. Ja, ist mir schon klar. Naja, naja, muss ja noch Kinder erziehen hier. Wir sind ja Spieler auch, wenn ich da, hab ich schon gehört. Überall Federn. Federn, Handgelenk, ja. Ah ja, ich habe mit ihm noch gar nicht geredet. Ach, sieht anders so getan hast. Bardo ist fix und fertig, fick und fertig mit der Welt, der Arme. Es ist ganz allein deine Schuld, dass Zelda verschwunden ist. Giftig der eigentlich ist, ne? So. Und ich schläge mich jetzt nicht zusammen. Zelda. Da bist du ganz allein, du schon. Du hast ja auch gewonnen, ohne überhaupt richtig fliegen zu können. Dann ist mir wohl mir Zelda aus ihrer misslichen Lage zu retten. Ja. Warte nur. Auf mich. Die Haare ist echt. Ach, ich mag ihn ja eigentlich, ne? Ich finde ihn eigentlich ganz cool. So, gehen wir da raus. Und jetzt sprechen wir diese komische Gestalt an. Wenn die Stimme jetzt da auf den Sack geht. Nee, 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 wir gehen erstmal hier rein. Ist irgendjemand hier? Mittlerweile glaube ich, ist überall hier in der Ecke jemand steht. Geheime Notizen. Ey, komm, geh da rein. Da, nicht da rein, sondern davor. Boah, ich kann die Musik nicht mehr abhören. Ey, komm, jetzt müssen wir es echt mal hier triggern. Das geht mir so auf den Sack. Was war das für ein Geräusch gerade? War das bei mir? Okay, gruselig hier. Boah, ich finde, boah, nachts, da, so im Winter, wenn es wirklich dunkel ist, und dann in einer großen Schule. Ey, das ist so gruselig, wenn du allein durch eine dunkle Schule gehst. Es ist so unheimlich, boah. Auch einer meiner Top 15 Albträume, glaube ich. So allein in der Schule, stockfinster. Und dann öffnet sich irgendwo, ah, egal. Boah, hör, das Ding ist weg. Ach du Scheiße. Ach, das war das Geräusch wahrscheinlich. Okay, hier geht irgendwas vor sich. Dum, 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 dum.